Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück im Kaiserreich, 4. April 1865, und wir haben wieder einige administrative Dinge zu erledigen. Als erstes, vielleicht kümmern wir uns mal um die Fokuspunkte. Wir haben ja ein mehr, und das hängt so ein bisschen mit der Ökonomie zusammen, denn ich will entweder Kapitalisten oder Angestellte fördern. Und wir sehen, wir haben eigentlich 5 große industrielle Zentren: Niederbayern, Oberbayern. Die haben sich übrigens eklatant entwickelt, muss man mal sagen. Brandenburg, Sachsen und Rheinland. Wobei Rheinland auch nur mit Abstriche. Hier ist eine geschlossen. Man muss natürlich auch die Größe der entsprechenden Fabriken mit einbeziehen, wenn man das so einschätzt. Also Schlesien müsste eigentlich auch noch ein bisschen dazugehören. Und wir sehen eigentlich zum Beispiel in Brandenburg sieht es ganz gut aus mit den Kapitalisten. Vielleicht können wir hier den Fokus entfernen schon mal. In Oberbayern brauchen wir auf jeden Fall deutlich mehr Kapitalisten. Und wie ich finde, in Schlesien und im Rheinland eigentlich auch. Machen wir das mal. Schlesien. Und wo werden wir ihn noch entfernen? In... Na gut, in Sachsen machen wir ihn mal weg. Und im Rheinland kommt er dann dazu. So, jetzt haben wir Schlesien, Rheinland, Oberbayern, Niederbayern. Die Frage ist, ich glaube, ich ziehe ihn auch aus Niederbayern ab und werde mal Brandenburg in einem anderen Punkt stärken, nämlich indem ich dort Angestellte fördere. Soweit, so gut. So, und jetzt... Ich habe gesagt, in jeder Folge ein bisschen wieder Armeestrukturreform. Wir müssen uns mal Gedanken machen, wie sieht eigentlich jetzt die ideale Zusammensetzung unseres Korps aus. Und ich denke, wir nehmen mal hier das 7. Korps vielleicht als Beispiel. Ich belasse es bei 42.000, das erscheint mir nach wie vor eine ganz gute Größe zu sein. Das sind 17 Regimenter und es werden 7 Infanterieregimenter sein, also entweder 1 oder 2 Garde. Hier sind nun mal 2, in der Regel eine Garde. Dann will ich es belassen bei 2 Aufklärern, 2 Dragonern. Das ist sehr hilfreich, denn die reduzieren den Eingrabenbonus feindlicher Armeen. Das ist schon ganz gut und helfen auch beim Belagern oder beim Besetzen von Provinzen. Allerdings will ich hierbei in diesem Bereich hier was verändern. Ich habe bisher immer 3 Artillerie, 2 Pioniere, das will ich verändern. 4 Artillerie und 1 Pionier. Das ist sozusagen die Idealkonstellation. Insofern müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen die Korps durchgehen und das etwas umbauen. Am schlimmsten sieht es hier im ersten Korps aus. Hier ist zum Beispiel eine, die werde ich glaube ich sogar entlassen. Achso, nee, das wollte ich nicht. Gehen wir nochmal aufs erste Korps. Diese erste Infanterie aus Hannover schicken wir mal komplett nach Hause. Das macht irgendwie gar keinen Sinn mehr. So, und ich hoffe mal, die erholen sich noch so weiter. Und hier fehlt so einiges. Da müssen wir am Ende auch noch was bauen. Wir werden jetzt mal hier, ich glaube, ich habe hier irgendwo eine Garde dazwischen. Ja, die werden wir mal auswählen. Die schicken wir schon mal hier zum ersten Korps. Und dann müssen wir Linieninfanterie nachbauen. Und Dragoner tatsächlich auch. Hatten wir leider, nee, ich glaube, hatten wir die entlassen? Ich weiß nicht genau. Ist auch egal, wir müssen nachbauen. Und eine Artillerie kommt auch nochmal dahin. Okay. So, das war das erste Korps. Müssen uns nur merken, was wir nachbauen müssen. So, hier wollen wir auf jeden Fall Pioniere entlassen. Und wir schicken dort, hier brauchen wir auch eine Linie noch. Müssen wir bauen und wir schicken auch dort, wo ist das zweite Korps jetzt eigentlich? Da unten. Auch dort schicken wir noch eine Artillerie hin. Soweit, so gut. Dann kommt das dritte Korps. Hier wieder Pioniere entlassen. Okay. Und auch noch eine Artillerie hinschicken. Wir haben noch 2 zur Verfügung. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo das dritte Korps ist. In Freiburg. Natürlich. Wo sonst? So, auf nach Freiburg. Das vierte Korps. Das braucht,
glaube ich, zwei Artilleries sogar. Aber auch hier müssen wir erstmal einen Pioniereinheit entlassen. Und jetzt haben wir allerdings nur noch eine Artillerie. Das vierte Korps ist in München. Was ist denn das hier eigentlich? Das sechste Korps steht in Landshut. Sollte das so sein? Hatten wir die nicht dorthin irgendwie beordert? Ist auch egal. So, wir waren aber jetzt beim vierten Korps. Genau, da müssen wir jetzt tatsächlich eine Ari nachbauen. Im fünften Korps, da sieht so aus, auch da müssen wir eine Linie nachbauen. Aber hier auf jeden Fall erstmal wieder die Infanterie weg. Die Pioniere weg. Soweit, so gut. Hier muss Ari nachgebaut werden. Beim sechsten Korps. Das zieht da gerade um. Auch hier erstmal wieder die Pioniere weg. Und auch hier muss Artillerie gebaut werden. Und das siebte Korps, das hatten wir gerade auch da. Nein, die Garde nicht. Nein, 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 nein. Die Pioniere werden entlassen. So. Ich habe mir schon mal auf den Zettel geschrieben, was wir jetzt nachbauen müssen. Das werde ich auch gleich mal in Auftrag geben. Armee bauen. Wir wollen einmal wollte ich Dragoner. Dann wollten wir Linie. Ich habe vier gezählt. Mal gucken. Das heißt auch jetzt nur noch Infanterie, nicht mehr Linie, sehe ich gerade. Ja, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und fünfmal Artillerie. Das ist der Plan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, damit sollten wir das haben. Und wir kommen dann, glaube ich, das sind 10. Da kommen wir direkt auf die 100. Das gefällt mir ganz gut. Flotte bauen wir mal noch nicht, weil wir können nur noch die, immer noch nur die ganz blöden Anfangsschiffe bauen. Also das ist eher Quatsch. Und aber ich will hier nur mal kurz gucken. Wir haben hier diese Sammelpunkte. Die will ich mal ausschalten. Denn sonst ziehen die da alle hin und dann wird es ganz kuddelmuddel. Wird jetzt schon kuddelmuddel, aber das machen wir dann wieder am Anfang der nächsten Folge oder ich mache das separat. Ist ja vielleicht auch nicht ganz so spannend. So, das haben wir jetzt erstmal erledigt. Aber uns interessiert hier weiter Österreich und Frankreich hier. Die sind da, werden immer frecher, muss ich mal sagen. Wobei auch das Zahnreich. Ich überlege, ob wir jetzt mal einen Botschafter ausweisen, den französischen Botschafter. Ich glaube, das machen wir. Dass die da nicht weiter intervenieren können. Jetzt gehen sie vermutlich in Richtung Spanien, aber das ist nicht so schlimm. Und die Osmanen sind hier in Österreich aktiv. Das ist natürlich unangenehm. Und die Brasilianer rufen uns zu Hilfe. Ich habe es geahnt, dass sie uns in irgendeinen blöden Krieg reinziehen. Ach du Schreck, gegen Mexiko, Kolumbien, El Salvador und USA. Ich glaube, wir machen das, aber ohne irgendwas zu tun. Das kriegen die schon selber hin. Und wir führen, was, wir führen die Verhandlung, weil wir die Mächtigen sind. Alles klar. In was für ein Abenteuer haben wir uns denn da jetzt reingestürzt? Naja. Aber die gegnerische Militärstärke 26, na gut. Die ist ziemlich hoch, sehe ich gerade. Mexiko 32, Brasilien 26. Mexiko ist das Problem. Tja. War das klug? Hätte Bismarck so einen Quatsch gemacht? Ich glaube nicht. Oh Mann, Bismarck würde sich im Grab umdrehen, aber wir wollen ja auch noch was von Brasilien. Na, mal sehen. Also Schiffe können wir nicht entschicken. Insofern können wir auch keine Soldaten entschicken. Mal gucken, ob wir jetzt durch diese Aktion möglicherweise sogar Prestige verlieren. Wäre ein bisschen ärgerlich. Vertriebswege. Als die Verlaufskette von Rohprodukten zum fertigen Wertschöpfungsprodukt länger wurde, richtete man spezialisierte Vertriebswege ein. Manche Firmen spezialisierten sich auf die Verteilung an Geschäften, was die Belieferung effizienter gestaltete. Minus 1% Fabrikkosten und 50% Landwirtschaftsleistung. Das ist eine Menge. Okay. So. Noch immer
dürfen aber nicht vergessen, was hier mit Österreich los ist. Sie sind Gott sei Dank nach wie vor mit keiner weiteren Großmacht verbündet. Was hervorragend ist. Die Russen mühen sich aber ja ein bisschen. Ich glaube, ich gehe mal einen Tick weiter nach vorne. Und in Brasilien brauchen wir nicht so schnell agieren. Vielleicht machen wir das sogar so. Ja. Wo haben wir denn hier eigentlich überhaupt noch Einfluss? Oh, und die nächsten Wahlen stehen an. Der Wahlkampf hat begonnen. 1866 haben wir Wahlen. Alles klar, gut zu wissen. So, und ich höre auch schon, die ersten Einheiten werden fertig gebaut. Und eine Zivilisierungsmission haben wir. Dies war die Idee, dass der als unzivilisiert definierte Teil der Welt zivilisiert werden müsste. Die dortige Bevölkerung wurden wie Kinder angesehen, die zur Erleuchtung eine gerechte, aber harte Hand benötigen. Diese Ideologie führte zu den Kolonisierungen und Besetzungen der Großmächte und rechtfertigte sie. So, das ist schon die erste wichtige Erfindung für die Kolonialisierung. Minus 10% minimale Lebensqualität, das sind so die entscheidenden Werte. Aber wie gesagt, noch ist das nicht so entscheidend und wir haben wieder 2 Diplomatiepunkte und können die... Ah, super, wir sind bei 18. Sehr schön. Wir sind hoffentlich bald im positiven Bereich und dann wird es hochinteressant. Dann wird es hochinteressant. So, Bürger und die Respublika, Debatte über Bürgerrechtspolitik. 2 Debattierer liefern sich in der verqualmten Luft der Stadthalle ein hitziges Wortgefecht. Das Publikum sitzt sprachlos da, als die Wörter wie Ausländer, Minderheiten und ethnische und kulturelle Gruppen fallen. So, jetzt ist die Frage. Da haben wir eine klare Auffassung. Alle Bevölkerung, lasst sie bei uns wohnen. Limitiertes Bürgerrecht, volles Bürgerrecht. Ja, ich denke, wir müssen ihre Bürgerrechte einschränken. Das ist, glaube ich, ganz im Sinne der Bismarckschen Politik, was solche Minderheiten betrifft. Okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht ganz falsch interpretiert. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. So, Belgien ärgert sich mit Großbritannien rum. Um Schweden ist ja auch interessant. Und Großbritannien hat Ägypten in der Einflusszone. Damit sollte eigentlich der Interessensgegensatz zwischen Großbritannien und den Osmanen zunehmen. Aber das Bündnis scheint noch zu halten. Aber hochinteressant, wie sich das entwickelt. Ich gucke gerade mal, wir sollten vielleicht mal wieder was unterdrücken. Zum Beispiel die französische Freiheitsbewegung, die ziemlich stark geworden ist. Und ich denke auch die bayerische Freiheitsbewegung können wir aber nicht. Wir haben nicht genug Unterdrückungspunkte. Der Rest scheint mir nicht so wichtig zu sein. Okay, weiter geht's erstmal. Wir sind noch immer in diesem blöden Krieg verwickelt, indem wir uns da... Oh, es steht tatsächlich plus 2% für uns. Wegen Blockaden. Mal gucken, ob wir den irgendwie relativ schnell beenden können. Komm, Hauptsache die Mexikaner kommen jetzt nicht zu uns. Und belagern wieder Emden oder so. Das wäre ein bisschen peinlich. So, gibt es hier irgendwas Besonderes? Fabriken werden ohne Ende gebaut. Und in Brasilien... Wir können unsere Meinung steigern. Sehr schön. Allerdings verbraucht das natürlich wieder Diplomatiepunkte. Die wollen wir aber jetzt unbedingt für diese Geschichte hier. Oh, wir sind schon bei minus 3. Wie kommen eigentlich diese Veränderungen zustande? Vielleicht von österreichischer Seite? Ich weiß nicht genau. Jetzt sind wir im Plusbereich. Und jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Aha. Niederlande will einen Krieg gegen Belgien anzetteln. Wie ist denn da die Bündniskonstellation? Sie sind verbündet mit den Russen und den Österreichern und den Spaniern. Okay. Das ist natürlich auch noch ein Weg, wie wir in diesen Krieg rutschen könnten. Durch so eine Aktion.
Die Russen sind nämlich nicht nur mit den Franzosen, sondern auch gegen die Holländer verbündet. Mit den Holländern ist auch so ein Problemchen. So, Götter, Waffen und Männer. Religionspolitik. Die Sittlichkeit und Tugend unseres Volkes sinkt. Diese Aussage sorgte für Aufruhr unter den Debattierenden beim Wahlkampf im Deutschen Kaiserreich, die über Toleranz und religiöse Pluralität diskutierten. Viele haben begonnen, den Standpunkt der Regierung bezüglich religiösen Fragen zu hinterfragen, und diese Fragen werden bei der bevorstehenden Wahl sicherlich eine Rolle spielen. So, wir haben natürlich da eine moralistische Auffassung. Allerdings, leider wird hier nicht zwischen Katholizismus und Protestantismus unterschieden. Das war durchaus eine relevante Frage. Insofern bleiben wir jetzt mal bei dem moralistischen Ansatz, den die Konservativen hier verteidigen, denn das scheint mir doch die Partei zu sein, die unserem Kaiser am nächsten steht. Und wir haben eine Rebellion. Ach du Schreck. Und schrecklicherweise auch noch in einer Region, wo hier arme Rekruten gerade sind. Oh mein Gott. Normale Linieninfanterie. Da müssen wir aber sowas von schnell mal hin. Aber ich befürchte, die sind erledigt. Die müssen wir neu rekrutieren. Obwohl, wir kommen noch einigermaßen. So, Dampfschiff ist erstmal erforscht. Sehr schön, das erlaubt uns Dampferwerft und Dampferkonvoi. Aber das genügt, glaube ich, noch nicht für die sinnvoll nächsten Schiffe. So, wir haben erstmal diese Rebellion besiegt. Gehen mal wieder zurück nach Freiburg oder wo wir herkamen, und die haben doch Gott sei Dank ein bisschen überlebt. So, wie sieht's aus? Wir haben keine Diplomatiepunkte, um das Bündnis anzustreben, aber wir müssen eine neue Forschung festlegen. Das machen wir. Und die 12 fällt. Und die 12 sagt mir, wieder ist die Kultur dran. Jetzt mal eine wirklich ganz andere Ausrichtung. Und ich denke, wir gehen jetzt mal auf Empirismus. Bringt uns Forschungspunkte plus 50%. Das ist ja auch was Feines. Okay. So, aber vor allem wollen wir warten darauf. Okay, die Russen wollen gegen Kokand ein Protektorat etablieren. Das ist eine andere Front. Die betrifft uns Gott sei Dank mal nicht. So. Und eine große Entdeckung, die Säkularisation. Säkularisation bezieht sich auf die Veränderung von etwas wie zum Beispiel Kunst oder Bildung, damit es sich länger unter dem Einfluss der Religion steht. Diese Lehre schlägt auch den Transfer kirchlicher Eigentümer in staatsbürgerlichen Besitz vor. Pluralität plus 5%, was allerdings doof ist für uns. Ansonsten könnte das durchaus schon in die bismarckische Richtung gehen. Freundschaftliche Beziehung zwischen Russland und Amerika. Der Sepoy-Aufstand. Indien rebelliert, die Meuterer einer Sepoy-Einheit, ein geborener indischer Soldaten im Dienste des westlichen Militärs, führt zu Aufständen in weiten Teilen des Subkontinents. Ob das jetzt nur eine Zeitungsente ist? Ich weiß es nicht. Argentinien dehnt sich aus. Und das bringt mich zu der Frage, wie sieht es denn eigentlich in diesem komischen Krieg aus? Da steht es im Moment minus 2%. Können wir nicht irgendwie hier einen Frieden verhandeln? Nee. Sie werden nicht annehmen. Ja, ich glaube, das war eine ziemlich mistige Aktion da von uns. Sie wird uns einiges an Prestige kosten, vermute ich. So, sind wir schon in der Lage, dieses Bündnis hier zu schließen? Ja, wir können nicht mit uns selbst verhandeln, das ist mir klar. Ja. Und sie werden nicht akzeptieren, wegen diplomatischer Wert. Was ist denn da jetzt los? Jetzt müssen wir uns das mal genau angucken. Politische Bedingungen minus 15. Infamie ist ein Problem. Zu viele Bündnisse. Wer? Sie selbst oder wir? Das ist die Frage. Aktuelle Krieg? Ach, verdammte Axt. Basiszurückhaltung. Okay. Wir müssen aus diesem blöden Bündnis raus. Ich weiß nicht genau, sind es ihre Bündnisse oder unsere Bündnisse, die sie hindern? Bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist ja wirklich doof.
Wir müssen aus diesem Krieg raus, das ist klar. Also das war ein Fauxpas, ein außenpolitischer Fauxpas. Im Zweifel war es schon wieder der betrunkene Diplomat, diesmal bestimmt Zuckerrohrschnaps oder irgend sowas. War da anders. Na gut, wenigstens machen wir Folgendes. Wenigstens, ne, Debatte über Staatskapitalismus, wollen wir die jetzt haben? Die Produktionsquote ist zu hoch. Wir werden die Vorgaben niemals erfüllen. Die anderen Bauern stehen wartend hinter ihm. Das kennen wir schon. Ja, Interventionismus. Ja, das ist unser Begehr. Unsinn, die Produktionsquote bleibt unverändert. Wobei, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch nicht so richtig Politik von, oh Gott, Politik von Bismarck. Wie auch immer, konservative Partei 20%, die Freisinnigen 80%. Boah, Wahnsinn. Die Wahlen sind beendet, ändert für uns jetzt nicht viel. Es bleibt dabei, dass, wir gehen nochmal kurz rein, dass die Freisinnige Partei die Mehrheitspartei im Reichstag ist und entsprechend diese Haushaltsbedingungen so sind, wie sie sind. Und ich hatte ein bisschen vergessen, dass wir hier immer mal wieder Steuern senken wollten. Wir gehen jetzt mal runter auf 40%. So, und mit dieser erfreulichen Nachricht für unsere Bevölkerung beenden wir mal erstmal diese Folge und dann denken wir mal weiter über Brasilien nach und über das Thema, das mich doch jetzt ein bisschen ärgert, Österreich. Schade, dass einem das nicht vorher angezeigt wird, diese ganzen Geschichten. Dann hätte man völlig anders agiert. Da stand ja nur diese minus 1000. Das ist ein bisschen untransparent. Gut, wie auch immer, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, euer Steinbein.